Abteilungsleiter, mit welchen Erfolgen rechnen Sie im kommenden Jahr? Da bin ich jetzt sprachlos. Was steht an den verschiedenen Meisterschaften? Wir machen einfach so weiter wie bisher, das klappt ja ganz gut. Und wir sind auf allen Ebenen vertreten, unten im Breitensport bei den Kindern und die Jugendlichen, die räumen auf den Landesmeisterschaften viel ab. Und da erwarte ich auch sicherlich wieder einige Titel dieses Jahr und einige deutsche Platzierungen. Super. Und wir freuen uns ja vor allem auf ein Event, das ansteht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben es auch eingeblendet, nämlich der Solitude-Lauf am 16. April diesen Jahres. Ich freue mich auch wieder, dass ich als Schirmherr bei dieser tollen Veranstaltung oben im Wald und auch unten hier in der Kernstadt mit dabei sein kann. Auch eine Möglichkeit, wo ja sowohl für die Gerlingerinnen und Gerlinger als auch ein Lauf, der hier in die Region ja auch hineinwirkt, bis zu unseren Partnerstädten entsprechend der Solitude-Lauf auch auf große Akzeptanz auch führt und den Namen unserer Stadt und auch der Name unseres benachbarten Schlosses, das ja eigentlich zu uns gehört, entsprechend auch in die Welt hinausträgt. Deswegen freuen wir uns auf den Solitude-Lauf am 16. April, der auch von der Abteilung Schwimmlauf mit auch organisiert wird. Vielen herzlichen Dank. Weiterhin viel Erfolg, so viel Spaß und auch natürlich die Erfolge, die einem mit einhergehen. Herzlichen Dank fürs Kommen heute zur Sportlehrung 2022.